Herzlich willkommen! Als neuer Benutzer sind Sie wahrscheinlich nicht vertraut mit der Oberfläche der Madaster-Plattform. Dieses Video gibt Ihnen als neuer Benutzer eine kurze Einführung in die Benutzeroberfläche der Madaster-Plattform. Zuallererst die blaue Leiste am oberen Ende. Wenn Sie mit der Maus über die Symbole in der rechten oberen Ecke der blauen Leiste fahren, sehen Sie die Funktionen dieser Schaltflächen. Zuallererst die Feedback-Taste. Mit dieser Schaltfläche können Sie Feedback zur Funktionsweise der Madaster-Plattform geben. Fügen Sie die Seite, in der Sie sich gerade befinden, zu den Favoriten hinzu, damit Sie sie immer schnell und einfach erreichen können. Benachrichtigungen. Hier sehen Sie, ob Sie noch Benachrichtigungen haben, zum Beispiel, ob das Hochladen einer Datei erfolgreich war. Hilfe. Diese Schaltfläche führt Sie zur Instruktionsseite von Madaster. Darüber hinaus können Sie Ihre Profil- und Systemeinstellungen ändern und sich abmelden. Auf der linken Seite des Bildschirms finden Sie die Navigationsleiste. Unter Favoriten finden Sie die Seiten, die Sie vorher als Favoriten mit dem Sternchen oben rechts markiert haben. Ihr Konto und die Ordner, die Sie selbst erstellt haben oder zu denen Sie zur Zusammenarbeit eingeladen wurden, mit den darunter liegenden Gebäuden. Unter Administration finden Sie Informationen über die öffentlich zugänglichen Material- und Produktdatenbanken und die verschiedenen Klassifizierungsstandards, die Sie in Madaster verwenden können. Und unter Support finden Sie Informationen über Madaster, Kontaktinformationen und nützliche Links. Wenn Sie im Navigationsfach auf Ihr eigenes Konto klicken, sehen Sie auf dem Hauptbildschirm 5 Tabs, die Sie auswählen können. Die Registerkarte Allgemein mit allen allgemeinen Informationen zu diesem Ordner. Die Registerkarte Dossier, auf der sich die gesamte Dokumentation für den Ordner befindet. Die Registerkarte Benutzer, die einen Überblick über alle Benutzer, die Zugriff auf den Ordner haben, mit ihren Rechten und Rollen gibt. Die Registerkarte Ordnertyp, in der die Art der Ordner, die unter diesem Konto erstellt werden können, festgelegt werden kann. Und die Registerkarte Materialien und Produkte, wo die zugänglichen Datenbanken zu finden sind. In dem folgenden Video lernen Sie, wie Sie Ihr Konto mit den passenden Ordnern einrichten.